Einen wunderschönen guten Abend, meine... Guten Abend, okay. Ja, für die Zuschauer guten Abend. Ach so. Für uns guten Morgen. Ja, stimmt. Aber, ja, ja, weil ich setze die Videos immer so spät rein, also muss ich guten Abend sagen. Ja. Oder gute Nacht. Mhm. Weil gestern kam das Video, glaube ich, um 12:30 online. Nachts. Weiß gar nicht. Ja, ich glaube, um 12:30 habe ich das Video online gesetzt. Ja, ging nicht vorher. Ging nicht vorher. Ja, Jungs und Mädels, heute ist Janosch da. Das ist unser Superstar heute. Und Janosch, haben wir gestern im Video schon erwähnt, ist vernünftig geworden. Familie, Haus gebaut, zwei Kinder, Frau schimpft, alles kommt zusammen. Und jetzt muss das Auto von wie viel? 700? 700 waren es, glaube ich. Auf 300. Auf 300. 300. Ein paar zerquetscht. Irgend sowas. Muss schnell sein. Nur das Geld. Kleiner Lader drin, jetzt haben wir mehr Spaß und das zählt an. Was meinst du, wie lange bleibt das? Lange. Ja? Ja. Bin vernünftig geworden. Er ist vernünftig geworden. Und wisst ihr, was er mich gestern gefragt hat? Du isst irgendwann wieder Hockenheim. Können wir dann was machen da? Ich habe ihm schon gesagt, er soll sich am besten ja baust du dir wieder einfach ein schnelles Auto und das holst du ein, zwei Mal im Jahr raus und fährst irgendwo mit dem Hänger auf eine vierte Meile Veranstaltung. Das Auto ist halt zu schade. Das klar, das kannst du nicht. Er ist ja auch früher Viertelmeile gefahren, aber meistens nur in Hockenheim, ne? Ja, immer. Hat auch schon richtig krasse Geräte gehabt. Ich glaube, das erste war der Vectra, der rote. Mhm. Der hat ja auch 500 PS gehabt. Ja. Und dann kam der Calibra, der Allrad. Genau. Da habe ich, deswegen kenne ich mich so ein bisschen mit Opel aus. Ja, weil da habe ich halt so ein bisschen so mitgeschraubt. Ja. Aber ich war noch nie so richtig. Aber du bist ja auch vom Opel weg, ne? Ja. Jetzt war der Audi. Da oben steht noch ein anderer Audi. SQ5, oder? Da hast du endlich was dazugelernt, ja? Aber weißt du, was ich nicht verkauft hätte an deiner Stelle, jetzt mal ohne blöd? Eine Kante. Diesen C-Coupé. Und das war der große, das war dieser GTE, oder? Mhm. Das wurde der Maschine. Hat er einen geilen gehabt, grün. ATS 8x13, glaube ich, drauf, ne? 8x13. So, boah, das war so ein geiles. Warum hast du den verkauft, Mann? Platz für Neues. Zwei Sitze. Das, also, kannst du das vergessen. Das kriegst du nie wieder. Ich weiß. Das war ein Fehler. Aber egal, es ist, wie es ist. Wenn sich eine gute Tür schließt, kann sich nur eine bessere öffnen. Richtig. Ja. Ja. So, jetzt könnt ihr mal gucken, was der Jan hier alles so umgebaut hat. Alles hier original. Luftfilterkasten hier. Bipi Turbolader von einem Mini oder sowas. Oh. Keine Ahnung. Ja, sieht schon. Ja, original. Ist einfach so. Außer die Brücke ist geblieben, aber die bringt ja keine Leistung. Ist ja nur Optik mittlerweile, ne? Genau. Ist der Spaltzauber? Mhm. Ja, ne? Wir haben ja schon so viel gemessen, aber wir haben da keinen Unterschied gemerkt, gell? Ob Spalt oder Ding. Man muss gleich. Ja, wir machen. Aber jetzt auch noch gucken müssen, dass ich die Teile überhaupt noch kriege. Es wird ja immer schlimmer, Teile zu bekommen. Und jetzt habe ich halt nochmal da eBay Kleinanzeige leer gekauft. Und jetzt haben wir noch ein paar Komponente gekriegt. Wie Luftfilterkasche, ganz, ganz selten. Der Krümmer ist aber neu. Der Krümmer ist neu. Das ist ein Nachbau. Das ist ein Nachbau-Krümmer, ja. Okay. Aber in Originaloptik und neu, die haben alle Risse und krumm und ja. Einmal Originaloptik und fertig. Vernünftig. Ja. Fertig. Wir haben noch was zu berichten. Was denn? Ich war doch gerade unterwegs und wollte was mitnehmen. Und das gibt's aber nicht. Stimmt, stimmt. Weil er hat ja auch 102 getankt. So, oh, es gibt ja 102 und alles. Und Justin fährt vorhin nach Mosbach. Ja. Da hat was zu erledigen gehabt, dieser Wösch. Und da habe ich gesagt, nimm zwei Kanister mit, 102 Oktan. Gibt's nicht mehr. Diesel wie Benzin. Ultimate, also. Ne? Nur Ultimate. Und da bin ich reingegangen, habe gefragt und dann sagte er, ja, es gibt's auch in Heilbronn nicht. Und er weiß auch nicht, ob es. Ja, aber warum? Hast du gefragt, warum? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, was los ist. Weißt du, die wollen das abschaffen, ne, oder? Klimawandel. Ach, jetzt hör auf mit auf mit Klimawandel. Auf jeden Fall. In Ding gibt es noch in Hartheim? Oder wo? In Hartheim? Hab ich ja schon noch getankt. Ja, und der Jan hat gesagt, der fährt jetzt heute hin und holt wie viel? 1000 Liter? Und stellt sich so eine Zisterne in Garage, weißt du, und ballert da 1000 Liter rein. Ja, wenn nicht, dann muss man halt irgendwann 98 Oktan machen, fertig. Oder einen Oktanbooster rein oder irgendwas.
Aber ich glaube, mit 98 Oktan geht die Leistung genauso, die 300 PS. Da brauchst du keinen Kopf machen. Sicher. Mhm. So, jetzt gehen wir noch kurz an die Baustelle von Max. Wir gehen mal an die Baustelle von Max. Hallo Max. Max ist übrigens halt auch da. Arnold war Baustelle. Eigentlich Arnold. Ja, aber Arnold ist jetzt krank. Der ist verhindert. Arnold ist das erste Mal krank geschrieben. Ja. Nicht so wie du. Zum 100. Mal. Ach, 100. Also meins kannst du von der Hand ablösen. Ja, ich weiß so. In den paar Jahren. Ja, Max macht jetzt den fertig. Das steht jetzt auch schon eine Weile da. Ich habe gesagt, wir ballern jetzt hier Autos raus, da wo nicht mehr viel zu machen ist. Machen fertig. Du hast die Downpipe alles neu gebaut. Ja, schön gewickelt. Schön gewickelt. Das Hitzeschutzblech, was irgendwo drüber kommt, das habe ich jetzt weggelassen. Sonst sieht man das ja. Ja. Und Max wickelt jetzt den kompletten Kabelbaum ab, weil das war Katastrophe alles. Ihr seht es ja hier oben noch, wir haben das nicht gemacht. Das ja, da oben werde ich nichts machen können. Wieso nicht? Soll ich das rausreißen? Dann kann ich auch den Kabelbaum gleich neu bauen. Das muss man halt irgendwie... Irgendwie. Ich kann das wickeln, aber das ist nicht schön. Ja, weil das einfach alles quer durch reingeht, die Kabel. Ne? Und nicht alle auf einen Strang, alle in ein, zwei. Alles kreuz und quer. Ich habe ja schon eben versucht, geguckt und habe gesagt, da brauche ich gar nichts machen. Das muss so bleiben da oben. Das sollen die machen. Sollen die das wickeln? Ja. Oder ich muss abschneiden und muss neu bauen. Boah, da kannst du gleich einen neuen Kabelbaum bauen. Ja, meine ich ja. Es funktioniert, alles gut, ne? Aber es ist. Das Auto muss ja zum TÜV und du kannst ja jetzt nicht so zum TÜV fahren. Ja, wir haben es ja vorher nicht so gesehen, ja. Oben die Plastikabdeckung. Dann hat er hier die brutalste Drosselklappe ever. Wo ist denn die überhaupt? Ich glaube, die liegt irgendwo im Auto. Im Auto, ja, hier. Ja, ein Mods-Apparat haben die da hingeknallt. Bringt das sowieso nichts. Und da war ja das Problem mit dem Podi, ne? weil der nicht mittig sitzt. Ja. Und sich als verhakt und so ein Scheiß. Und dann das zweite Problem war, dass dir so sitzt, oder? Ja. So. Und du kannst die auch nicht anders stellen und die ballert da oben Delle in die Haube rein. So haben die das gebaut gehabt. Und der Gastub bleibt hängen. Ja. Ist mir auch passiert. Bin ich mal davor gefahren und gebe Vollgas und voll auf dem Gas hängen geblieben. Beim TÜV war auch Vollgas. Beim TÜV? Ah, da wo du beim TÜV warst damals? Ja, der Rudi hat einen Gas. Ja, übrigens, wir waren schon beim TÜV, hat aber kein TÜV gekriegt. Weil einfach alles bis der vermurkst war. Ja. Und jetzt machen wir das richtig. Wir haben damals schon überlegt, in der Dostklappe, was wir machen. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt eine Frau 6 da mal hingehalten, wenn wir da ein bisschen rausfräsen, da unten und hier. Wo? Da zum Beispiel, je nachdem, wie man so setzt. Den Punkt raus und unten vom Poli ein bisschen raus. Ja, aber die Löcher würden passen, oder was? Nee, die Löcher nicht. Die passen doch dann nicht, aber oder? Aber kannst du neue reinbauen mit Gewinde wieder. Aber die Adapterplatte könnte man schon übernehmen. Und was ist, wenn wir einfach neue Platte bauen und setzen die Dosenklappe schön irgendwo hier hin oder so, weißt du? Das können wir natürlich auch machen. Das machen wir jetzt einfach. Das soll jetzt vernünftig sein. Deswegen ist er ja da. Lass dir was einfallen. Du hast doch einen dicken Kopf. Ich nicht. Ja. Wird schon werden. So, ich leg den Scheiß jetzt mal daher. Und jetzt gib mal Gas. Jetzt gib mal richtig brutal Gas mit 300 PS. So, Datenaufzeichnung muss man. Doch, machen wir noch eine. Wir machen noch eine, oder? Wir haben den ja schon abgestimmt. Heute Morgen haben wir schon 2 Stunden hier rumgemacht. Aber ich mach trotzdem noch mal eine Datenaufzeichnung. Und dann ist Mittag, dann schmeißen wir uns die Grill an. Und heute Mittag schnappen wir uns den Limited. Ich hab. Oder hast du was anderes vor? Ja. Was? Aber ich wollte ein bisschen auf Balkonien gehen, weißt du? Aua, aua, aua! Ich dachte, du schmeißt die Kamera jetzt. Nee. Was? Ja, besprechen wir dann. Wir machen dann Meeting. Meeting? Ja. Urwa. Polnische Meeting. So, jetzt geht's los hier. Also, Laptop ist an. Jetzt geht's hier los. Datenaufzeichnung ist an. Jetzt gib mal Gas. Die macht so ein Eiergesicht, gell, die Kamera? Ja, weil die im Weitwinkel objektiv. Ja, die hat dieses Fischauge-Dingsbums da, ne? Also, sehen normal nicht so aus, Leute. Doch.
Ich war übrigens eben beim Friseur. Seht ihr das? Hier. Datenabzeichnung einschalten hier. So, und jetzt geht's hier los. Lambda ist an und feuerfrei. Bist du zufrieden, ja? Tagesziel erreicht, ja. 344,6 PS und 370 Newtonmeter bei 0,8 Bar Ladedruck. Ja, aber das wird schon fahren, oder? Mit Sicherheit. Man muss dazu sagen, Katz drin, Originalauspuffanlage, wirklich alles so, wie es sein soll. Ja, aber das ist ja eingetragen, die Leistung, ne? Und serienmäßig haben die aber nur, was hast du gestern gesagt, 240. Mhm. Okay, aber und was hat der Gewicht? 1,6? Boah, muss ich gucken, aber der ist schon schwer. Der ist schwer, ne? Ja. Über 1,6. Ja, gut. Also Leute, wir gehen jetzt raus. Das Ziel ist erreicht auf jeden Fall für heute. Jan kommt später heute Mittag nochmal, dann schnappen wir uns eine Kamera, die hängen wir mal da rein und fahren mal hier brutal starke 340 PS on board. Und feiern uns einen ab. Ja, aber egal, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das Gefühl, wenn du jetzt überall irgendeine Stadt fährst oder so, du bist einfach jetzt erleichtert, ne? Sowieso. Vorher fährst du immer und denkst dir, oh, wenn die Polizei mich irgendwo anhält, dann, die finden ja immer irgendwo was, ne? Und das ist vor allem fahrbarer, also ja. Vom Ansprechverhalten und so wird es halt schon viel angenehmer sein. Ja, vorher kam der Lader mit der 35er bei 5. 4,5, 5, ja. Ja. Und jetzt ist er schon bei 3,5 oder 3,6, glaube ich, ist er voll da, ne? Ja. Es fährt, auch wenn du so berghoch wärst oder so, ne? Das fährt ja viel schöner jetzt. Genau. Und das war das Ziel. Mehr wollte er nicht. Also Leute, wir schalten später wieder für euch ein. So, jetzt geht's los. 340 PS Power, Audi S2, 5 Zylinder, Turbo. Jetzt geht's hier gleich voll ab. Ich habe meinen Laptop mitgenommen, wir machen eine Datenaufzeichnung nochmal auf der Straße aus Sicherheit. Gucken, ob alle Daten, also alles passt. Und dann sind wir hier für heute fertig, auf jeden Fall. So, ich mache mal Zündung an Fenster auf, hier gehst du ein, es ist so heiß. So. Bist du bereit oder was? Alter, jetzt wenn er so steht, 73 Grad Ansauglufttemperatur. Jetzt, wo er so gestanden ist, ne? Boah, rumpelt die Kupplung so heftig. Die packt aber gut. Muss ich mich festhalten? Ich glaub's nicht. Oh, ist das schon kühl. Geil. Ja, guck mal einfach mal, wie die Lambda-Werte und alles sind auf der Straße und fertig, ne? Der zischt schon gut, ne? Oh, was ist das? Das ist ein Kupplung. Was ist das? Das ist eine Kupplung. Kupplung? Ja, aber das passt alles.
drehen jetzt alle vier Räder oder was gibt's? Schon sauber, gell? Sehr ruhig auf jeden Fall. Ja, Leute, früher sind wir so gefahren, immer, ne, auf der Straße, wo noch kein Prüfstand da war. Haben die Kisten geprügelt, wie die Bekloppten. Ich würde das heute nie wieder machen, ey. Überleg mal, wie wir früher gefahren sind mit der Frontriebler. Wir haben fünfte Gang, die Räder haben gedreht, wir haben abgestimmt auf der Straße. Weißt du, wo wir mit dem Kaliber auf der Autobahn waren? Auf der Autobahn sind wir drauf geballert. 200, du warst ja immer angeschnallt, so wie immer. Ne? Mit der KMS noch damals. Ja. Dann bei 200, fünfte Gang, Allrad aus und die Räder haben gedreht. Ja, Mann. Du hast gesagt, bleib drauf und ich habe mir die Hose geschissen. Ja, das waren Zeiten, ey. Ja, es ging ja nicht anders, ne? Aber der ist doch dann kaputt gegangen, gell? Dort, ja. Kurbelwelle. Auf der Autobahn? Kurbelwelle rausmarschiert. Was ist da kaputt gegangen? Kurbelwelle. Kurbelwelle? Da hat er uns die Kümmel noch abgeschleppt. Da hat er mal Wände. So, jetzt ziehst du aber mal einmal durch, so zwei Gänge, drei Gänge, dass man mal die Lambda-Werte mal so sieht. Aber das wird schon passen. Perfekt, alles gut. Also Leute, wir fahren zurück. Das Auto läuft echt mega geil. Richtig geil. Ja, wir sind auf jeden Fall zurück. Das Auto läuft mega geil. Wirklich mega geil. Selbst für die kleine Leistung läuft er echt noch super. So, und da sind wir wieder. Fertig, Jan? Tipptopp. Mega geil, Leute. Aber wie der die Gänge reinreißt, ne? Ich hätte echt Angst, du reißt den Gang ab. Qualität. Am Getriebe. Tipptopp. Sag das nicht zu laut. Irgendwann schrei ich wieder, ich brauche neues Getriebe. Ja, ja. So, bis gleich. So, Leute, für heute ist Feierabend. Für heute ist Feierabend. Ich mag nicht mehr, ich war jetzt noch im Pool. Und es war heute so ein Tag, wo ich weiß nicht, war irgendwie, ach, keine Ahnung, ich bin in letzter Zeit sowieso irgendwie mit mir selber irgendwie unzufrieden. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so eine scheiß Phase schon wieder. Hatte ich schon mal gehabt, sowas. Und so, ich habe gerade zu Marina gesagt, Schatz, ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich momentan mit allem so unzufrieden. Da sagt sie, ich soll sie mir eins hinter die Birne kippen. Das bedeutet, ich soll jetzt nach Hause gehen, soll einfach eins saufen. So, fertig. Und vielleicht mache ich das auch. So einen gemütlichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, gesundheitlich geht es mir mega. Nur irgendwie gerade so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht alles einfach ein bisschen zu viel im Kopf, weil das Rennauto wollen wir zusammen machen. Ich muss Wohnmobil machen, ich will mit dem Wohnmobil eigentlich wegfahren. Es ist bald Männerurlaub. Wir müssen uns vorbereiten für den Männerurlaub, eine Woche mit den Jungs. Und es ist einfach alles gerade ein bisschen viel. Ich habe zu Hause ein schönes Moped stehen, seit 3 Monaten ist mein Nummernschild im Flur, liegt zu Hause und ich schaffe seit 3 Monaten nicht das blöde Nummernschild da dran zu schrauben. Und es ist gerade irgendwie alles ein bisschen viel. Ich denke, das wird das Problem sein. Aber egal, ich meckere nicht schon wieder, Leute. Ich muss da durch und fertig. So ist das einfach. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jan ist mit seinem Audi mega zufrieden. Er hat gesagt, er hat die Schnauze voll. Er will jetzt legal fahren. Und ihm ist egal, ob der da jetzt weniger Leistung hat oder nicht. Das ist ihm scheißegal, ob die Kiste läuft gut. Und er kann an der Polizei 10-mal am Tag, hat er gesagt, vorbeifahren und hupen. Ja, also, ich hau jetzt ab, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Bis dann. Tschüss.